Da ist er doch! Da ist er doch! Da ist er doch, Mann! Oder wer war's? Goretzka! Goretzka! Pitt, komm wieder zurück! Warum müssen wir denn immer schreien, Mann? Da ist er doch! Der Goretzka. Pitt hat's gesagt, also das ist ja wohl... Jetzt müssen wir Pitt aber nochmal zurückholen. Ja. Pitt, du darfst nochmal kommen, falls du uns hörst. Wobei das Tor ist gefallen, also nicht mehr da war, ne? Ich weiß nicht. Vielleicht ist auch noch gut, wenn er wegbleibt. Ja. Ach, ich muss ja sagen, ich freue mich für Leon Goretzka auch. Voll verdient, man, der kam rein, hat Bock gehabt, Alter. Echt. Goretzka ist auch so ein Typ wie ein Ballack, ne? Da muss man ehrlich sagen, weißt du, der geht mit seiner Wucht, geht er in die Zweikämpfe rein, der nimmt sich auch mal das Herz und schießt aus der zweiten Etage, schießt aus der Box raus und haut einfach mal das Ding rein. Ja, der hat auch einfach jetzt drauf gepölt, glaube ich. Vor allem Goretzka, ich glaube, der hat sich die 60 Minuten auf der Bank, ist bei dem das Energielevel und dieser Wille und der Biss ins Unermessliche gestiegen. Kurz abgefälscht. Deswegen unhaltbar. Ansonsten hätte ich gesagt, hätte er dann gehalten. Gulaschi war noch dran mit dem Fuß, ne? Aber ja, der Ball war vorher abgefälscht. Deswegen konnte Gulaschi ihn nicht halten. Und ich will mal behaupten, wäre der Ball zuvor von dem Mitspieler von Gulaschi nicht abgefälscht worden, hätte Gulaschi den Ball gehalten. Aber jetzt sage ich euch mal was, ne? Ich meine, ich bin eigentlich keine, die kontra Sané ist. Auch dieses Thema Körpersprache. Ich finde, man muss die Leute auch mal lassen. Nein, aber ich finde, heute sieht das man... Das verneint sie nicht. Heute sieht man den Unterschied zwischen Sané und Goretzka. Sané kriegt eigentlich das Vertrauen von Löw, spielt Startelf, da kommt nichts. Goretzka kommt rein, ja, der ist nochmal 3 Zentimeter größer nach den 60 Minuten auf der Bank, die er da schmoren musste. Und wirklich verändert das Spiel hier. Der ist für mich heute Man of the Match. Und